Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich mal etwas aus dem neuen Kochbuch vom Ralf Zacherl. Er verspricht in dem Buch, mach Feierabend, nicht so viel Arbeit, schnelle Gerichte. Und ich habe mir eins ausgesucht und zwar heißt das Käsespätzle Mailing. Warum habe ich mir das ausgesucht? Käsespätzle liebe ich und ich finde den Namen geil und das probieren wir jetzt aus. Viel Spaß dabei. Was wir dazu brauchen, das seht ihr hier und ich zeige euch mal, was wir hier haben. Wir haben hier 250 Gramm Champignons frische, 250 Gramm getrocknete Spätzle. Man kann auch frische nehmen. Ich habe mich jetzt mal für getrockneten entschieden. Dann haben wir hier etwas Creme fraiche, 3 Esslöffel, 2 Esslöffel Röstzwiebeln. Dann haben wir hier 2 Schalotten, eine Knoblauchzehe, Pfeffer, Schnittlauch, Pflanzenöl, ich habe hier in dem Fall Olivenöl und Bergkäse, normalerweise 100 Gramm, aber ich habe mal ein bisschen mehr gerieben, weil ich liebe Käse. Und dann haben wir hier noch Muskat, der wird frisch darüber gerieben. Dann haben wir hier noch Sojasauce und Fischsoße, deswegen Mailing. Im Buch steht Zubereitungszeit 25 Minuten. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und ja, ich denke, vielleicht lasse ich einfach die Zeit mitlaufen, dann könnt ihr mitkochen und wir sehen, ob man das in 20 Minuten alles schafft. In den 20 oder in den 25 Minuten Zubereitungszeit ist natürlich die Vorbereitung nicht dabei, das ist klar. Da geht es rein darum, wie lange brauche ich, um dieses Gericht zuzubereiten, wenn ich beginne. In der Vorbereitung habe ich das alles abgewogen. Ich habe jetzt das Wasser angestellt für die Spätzle, die Pfanne warm gemacht. Und wenn das Wasser quasi heiß ist, packen wir die Spätzle rein. Die brauchen nämlich 15 Minuten. Und das ist sozusagen quasi das Erste, was wir machen werden. So, und dann mache ich mir jetzt mal ein bisschen Platz. Das Öl kommt darüber. Zum Abschmecken das daher. So, und dann müssen wir natürlich die Champignons schnibbeln. Wo ist mein Messer? Und die werden einfach grob geschnitten. Die kann man entweder vierteln oder wie ihr das halt wollt. Ich werde jetzt einfach mal grob vierteln. Wenn ihr eure Pilze anbratet, dann kommen die immer in die heiße Pfanne. Im Rezept steht hier, dass wir das Ganze bei nicht zu hoher Hitze machen. Da halten wir uns auch mal dran. Ich habe jetzt hier mal 6,5 eingestellt. Die Zwiebeln sollen Ringe sein. Das heißt, wir nehmen einfach so eine Schalotte und schneiden hier quasi einfach so durch. Das kommt dann nach Anfangsbratzeit der Pilze dazu. Also auch da kein riesiges Geschnibbel, sondern recht praktisch und schnell gemacht. So. Dann einen halben Bund Schnittlauch. In Röllchen geschnitten. Da schnibbeln wir jetzt einfach mal hier die Röllchen. Und auf dem Bild im Kochbuch habe ich gesehen, dass da auch noch ein paar längere dabei sind zur Deko. Das werden wir natürlich auch machen, weil es einfach schön aussieht dann. Gut. Die legen wir uns mal hierher. Die Knoblauchzehe soll fein gewürfelt sein. Dann würfeln wir die einfach auch fein. So.
dann schauen wir mal, die Pfanne ist heiß. Unser Wasser siedet auch. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Und dann geben wir die Spätzle da rein. Minuten stelle ich die Uhr. Rührt man immer ein bisschen um, dass nichts anklebt am Boden. Und dann fangen wir an, unsere Champignons zu braten. Und die brauchen auch ungefähr 15 Minuten. So, muss man mal wieder mal spicken. Und da steht nach 5 Minuten die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben. So, und das kann ich ja hier wunderbar, weil wir haben ja fast die gleiche Garzeit, kann ich das ja sehr gut synchron laufen lassen. Fängt schon an zu duften. Ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn im Rezept steht, bei milder Hitze oder nicht zu heiß. Champignons brauchen schon immer ein bisschen Hitze, sonst verlieren sie nur ihr Wasser. Aber ich habe jetzt hier 6,5 von 9 und das würde ich schon als mittlere Hitze bezeichnen. Und ihr seht, es bildet sich kein Wasser. Also das ist eigentlich eine gute Temperatur für die Pilze. Ah, jetzt lese ich gerade. Als erstes kommt der Knoblauch dazu und 5 Minuten später, also 10 Minuten später, insgesamt erst Zwiebeln. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, dann kommt jetzt der Knoblauch. Klack, kommen die Zwiebeln dazu. Und ihr seht, wenn ihr das dann so umrührt, dass die Zwiebeln dann am Ende Ringchen bilden. So, und jetzt zum Ende hin können wir das Ganze auch schon ein bisschen würzen. Wir nehmen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, dann Muskat. Muskat auch immer nach Geschmack. Ich fand es eigentlich ganz witzig, dass in Meiling Muskat reinkommt, aber warum nicht, ne? So, dann etwas Fischsoße und Sojasauce. Ungefähr 3 Esslöffel. Und von der Fischsoße einen. Das ist das Salz, das heiß. Könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen abschmecken, ob es gereicht hat oder nicht. Und das köcheln wir auch wieder ein bisschen mit ein.
So, die Spätzle sind jetzt in einer Minute fertig, laut der Packung. Aber wir probieren die mal, ob sie auch schon gar sind, weil manchmal sind die Angaben auf den Packungen nicht ganz optimal. Schauen wir mal. Oh ja, haut gut hin. So, 3, 2, 1. Jetzt sind die 15 Minuten rum. Ich stelle hier die Temperatur mal runter. Hier stelle ich die Temperatur aus. Jetzt schütte ich die mal kurz ab. Bin gleich wieder da. So, die Spätzle kurz abtropfen lassen. Und das kommt jetzt alles zusammen. Das geben wir jetzt da dazu. Dann geben wir unseren Käse dazu. Ich halte mich jetzt mal so grob an diese 100 Gramm und dann schaue ich mal, was passiert. Und dann haben wir noch unsere Creme Fraiche. Und das Ganze vermengen wir jetzt. Jetzt fängt der Käse schön an zu schmelzen und das Ganze wird so ein bisschen würzig cremig. Deswegen auch der Bergkäse, damit das Ganze schön würzig ist. Ja, im Prinzip kommt jetzt noch der Schnittlauch. Unsere Röstzwiebeln. Und natürlich noch ein paar von den Schnittlauchstängeln als Topping obendrauf. Und fertig ist unser Kässpätzle Meiling nach Art des Ralf Zacherl. So, das könnt ihr jetzt auch auf Teller verteilen natürlich. Ich lasse es in der Pfanne, stelle es an den Tisch und dann kann man reinlöffeln. Das Ganze ist für zwei Personen. Es riecht gut, ich freue mich drauf. Kocht es einfach mal nach. Viel Spaß dabei. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal. Gebt mir ein Like oder einen Kommentar, wenn ihr das Kochbuch habt und ihr wollt, dass ich was anderes daraus koche. Dann sagt mir das. Vielleicht auch mit dem Ralf Zacherl zusammen. Könnte passieren. Also bis bald. Ciao.